Ja, also die Zukunft der Hochschule ist halt, finde ich, irgendwie die Zukunft des Lernens und in welcher Art und Weise werden Studierende in Zukunft lernen und in welchem Anerkennungssystem findet das Ganze statt. Ich glaube, ein Notensystem, Anerkennungssystem, ja, da sind wir alle mit aufgewachsen, das ist uns vertraut und gleichzeitig ja, weiß ich durch mein eigenes studentisches Engagement in einer Initiative, dass es noch ganz andere Anerkennungssysteme gibt und spätestens natürlich dann, wenn man aus der Hochschule raus ist, wenn Noten keine Rollen mehr spielen, wie es jetzt auch aktuell ist, dann ist man auf eine ganz andere Art und Weise gefordert, in der Gesellschaft zu wirken mit seinen Kompetenzen, die man erworben hat, oder man muss vor allem auch neue Kompetenzen erwerben. Insofern kann ich eigentlich nur dazu plädieren, dass es irgendwie nochmal so ein bisschen die alte Bildungsidee des Freiraums an der Uni, des Diskutierens, des Debattierens, dass es dafür wieder mehr Freiräume gibt, weil dieses Lernen also ganz viel mit Reflexion zu tun hat und ein sich orientieren in der Welt und ein nicht vorgesetzt bekommen, was man zu lernen hat oder was ist richtig oder falsch, sondern man muss sich als Mensch authentisch eine eigene Meinung bilden können und die auch artikulieren können. Ja, und wenn ich jetzt natürlich aus meiner Brille mein Lieblingsthema studentisches Engagement, studentische Initiativen da drauf schaue, dann muss ich sagen, dass dieses Lernen in diesen Initiativen, das ja nicht selten eben ein Bildungsengagement ganz explizit ist durch Seminare, Workshops, Podiumsdiskussionen, die freiwillig organisiert werden, ein selbstbestimmtes Lernen ist, ein mit Leidenschaft Lernen, auf eine ganz andere Art und Weise sich mit dem Gegenstand auseinandersetzen ist und ja, und das eigentlich den Menschen ja eigentlich erst wachsen lässt, werden lässt, gedeihen lässt in seiner Persönlichkeit so, ne? Also das ist eigentlich was, was ich mir wünsche. Also das ist eigentlich was, was ich mir wünsche für, ja, für die zukünftige Hochschulbildung, ja. Und von den Szenarien, wenn man sich mal überlegt, wie jetzt schon Hochschulen untereinander oder Studierende zwischen den Hochschulen vernetzt sind auf der ganzen Welt, durch die Social-Media-Möglichkeiten und auch das Wissen, das überall durch die Digitalisierung greifbar ist, dann wird sich die Hochschule also definitiv ändern und es bietet eigentlich auch eine große Chance, wieder diese Anerkennungssysteme neu zu denken und neu zu vergeben. Und nicht jeder muss Wissenschaftler werden, ne? Und nicht jeder muss Praktiker werden oder vielleicht gibt es da auch gar nicht unbedingt einen Unterschied, ja? Gerade aus so einer philosophischen Perspektive von John Dewey, ja? Da gibt es erstmal die Welt zu entdecken und zu erfahren und zu erleben. Das ist Praxis pur und das Reflektieren ist die Theorie, ja? Und das Ganze spielt sich immer und immer wieder in Schleifen ab. Ja, da gibt es einfach diese Trennung nicht. Und vielleicht tun wir gut. Oder vielleicht bietet sich gerade jetzt in Zukunft die Möglichkeit, diese Welten ja, wieder neu zu denken. Ja.